Da sogenannte E-Scooter nicht nur durch die Stadt fahren, sondern dort allzu häufig auch im Weg liegen. Schluss, und zwar mit E-Scootern. Wir alle kennen sie, die E-Scooter und E-Fahrräder mitten in der Stadt. In deutschen Städten herrscht E-Scooter-Alarm. Kreuz und quer, gern auch in Doppelbesetzung, erobern sie die Straße. Seit 3 Monaten bringen die E-Scooter den Verkehr in den großen Städten im Westen durcheinander. Es gibt einige Anbieter und einige Vor- und Nachteile. Das ist ja schon ein bisschen teuer. Also wenn man ein neues so kaufen, kostet ungefähr 300 oder so. Schrecklich, die stehen immer rum und die beherrschen die Straßenregeln nicht. Doch lohnen sich E-Scooter wirklich? Das möchte ich mir heute anschauen. Seit Juli 2019 sind die E-Scooter in Deutschland offiziell zugelassen. Zu den 3 größten Anbietern zählen hier Lime, Tier und Voi, neben einigen kleineren Anbietern. Natürlich ist hier eines der wichtigsten Argumente die Klimafreundlichkeit. Dies schafft man allerdings nur bei den meisten Anbietern mit Hilfe von Ausgleichsprojekten. Um Klimaneutralität zu erreichen, gleichen wir Restemissionen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt weder vermeintlich noch senken können, durch zertifizierte Klimaschutzprojekte aus. Heißt es zumindest auf der Website. Schauen wir uns ein paar Zahlen dazu an. Laut einer ADAC-Umfrage nutzen tatsächlich 83% der Befragten nie einen E-Scooter. 6% nutzen ihn 1 bis 10 Tage und nur 5% nutzen ihn 10 bis 30 Tage. Von den Altersgruppen her ist es tatsächlich auch ziemlich interessant. Von 16 bis 64 Jahren meinten tatsächlich die meisten, dass E-Scooter eine tolle Ergänzung zum Straßenverkehr wären. Bei der Frage, ob sie verboten werden sollen, war tatsächlich die Mehrheit über 65 dafür. Um mir ein besseres Bild zu verschaffen, möchte ich mit einem Experten sprechen. Das ist Professor Dr. Andreas Knie. Er arbeitet an der TU Berlin und beschäftigt sich besonders mit der Verkehrsforschung. Der Vorteil in städtischen Gebieten ist, dass er eben den Zugang zum öffentlichen Verkehr verbessert. Das können wir auch beweisen, weil die ganzen Hotspots der Scooter sind an großen Verkehrsknotenpunkten. Das sieht man sehr deutlich. Deshalb schafft er mehr Zugänge zu Bussen und Bahnen, die wir alle stärken wollen. Das ist sein hauptamtlicher Vorteil. Zweitens werden dort Menschen gesichtet, die mit den Dingern fahren, die natürlich im Verdacht stehen, sonst Autos zu fahren. Das ist ja nicht der klassische 100 Kilometer fahrende Fahrradfahrer, der jeden Tag diese E-Scooter nimmt, sondern das sind Menschen, die damit auch in eine ganz neue Verkehrswelt hineingeführt werden. Also man spart da indirekt sicherlich auch Wege mit Verkehr des Autos ein. Das heißt also, sie sind in jeglicher Hinsicht, sie machen Spaß, man sieht das den Leuten an. Sie sind in jeglicher Hinsicht erfreulich, aber um die andere Frage gleich mit zu erschlagen, natürlich, sie sind oft an falschen Stellen. Und mit diesem Problem, dass viele ihre Scooter einfach irgendwo hinstellen, kommen noch mehr Probleme. E-Scooter aus dem Rhein. Diese privaten Aufnahmen zeigen, wie Freiwillige in Köln E-Scooter bergen. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass die Polizei 2023 insgesamt 9.425 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden registrierte. Das waren 14% mehr als im Jahr davor. Insgesamt kamen hier 22 Personen ums Leben. Die meisten Unfälle, die passieren tatsächlich in Großstädten mit mehr als 100.000 Bewohnern. Die häufigsten Gründe für die Unfälle seien einerseits die falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege und das Fahren unter Alkoholeinfluss. Und damit ich mir das Thema noch genauer anschauen konnte, ging es für mich, ja, nach Deutschland bis nach München. Hier, man sieht sie oft die ganze Zeit in der Stadt, diese E-Scooter überall herumstehen. Was halten Sie im Allgemeinen von E-Scootern? Also generell würde ich sagen, das ist ziemlich okay. Also man mit einem E-Scooter kann man also überall hinfahren. Beispielsweise in einer ziemlich weit weg von einer Straße parken, dann ist er schwer zu finden. Und dann zweites, mit einer Geschwindigkeitslimitierung ist es auch schlecht. Also, finden Sie die Preise so ungefähr angemessen? Das ist ja schon ein bisschen teuer. Also wenn man ein neues so kaufen, kostet ungefähr 300 oder so. Ja. Also von dem Preis her, ja, das ist ein bisschen zu hoch. I think it's easier to use and we can take a tour all the town in this easy way. Schrecklich, die stehen immer rum und die beherrschen die Straßenregeln nicht und stören mich als Radlerin ganz fürchterlich, weil sie auf dem Radweg rumstehen und fahren. Es nimmt ja keiner statt dem Auto. Es
wird ja nur genommen statt Fuß gehen. Und da finde ich es eine ganz schlechte Alternative. So wie es früher mal vorgestellt wurde, dass es ein Auto ersetzen soll, das tut es ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Die Meinungen sind also recht gemischt. Neben diesen E-Scootern gibt es natürlich auch Fahrräder, Autos und die öffentlichen Verkehrsmittel. Wie umweltfreundlich sind denn diese Verkehrsmittel im Gegensatz zu den Scootern? Man muss natürlich festhalten, dass auch E-Scooter natürlich aus Materialien hergestellt worden sind, die jetzt nicht umweltfreundlich sind, die auch eine Entnahme von Ressourcen deutlich macht und auch natürlich nachher wieder recycelt werden müssen. Was aber mit diesen Apparaten sehr gut geht, die sind Batterien sind nahezu 100% rezyklierbar. Das ist also erstmal ganz gut. Aber wenn man jetzt mal den Vergleich zieht mit den Füßen, ist man natürlich umweltfreundlich unterwegs und sicherlich ist man auch mit den klassischen konventionellen Fahrrädern auch umweltfreundlicher unterwegs. Dann hört es aber schon auf. Selbst ein richtig schickes E-Bike mit richtig viel Batterielast, da wird es schon eher kritischer. Und bei einem Auto müssen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten. Das ist dann natürlich noch im Vergleich viel, viel umweltunfreundlicher. Wenn wir schon über Umweltfreundlichkeit sprechen, sollten wir natürlich auch über die verbauten Lithium-Ionen-Akkus sprechen. Für solche Akkus braucht man häufig Rohstoffe, die eher umweltschädlich sind. Trotzdem, meint Professor Knie, ich finde, es hat sich alles wieder gut reguliert und dann wird die Umweltbilanz in der Summe. Ja, man muss ja gucken, was ersetzt der Scooter, wofür führt er den Verkehr hin. In der Summe gehe ich von einer sehr positiven Umweltbilanz aus. Die Devise lautet also ganz klar: E-Scooter statt Autofahren. Laut einer Studie fänden in Deutschland 30 Millionen Pkw-Fahrten pro Tag statt, die weniger als 2 Kilometer lang sind. Und da liegt auch das große Potenzial. Trotzdem, und das ist Tatsache. Also genaue Hinweise, belastbare Hinweise haben wir tatsächlich alle noch nicht. Und das sind die üblichen Befragungsprobleme. Das ist immer die Falle, die man stellt. Wenn Sie jetzt keinen E-Scooter gehabt hätten, was würden Sie dann stattdessen gefahren sein oder genutzt haben? Dann sagen fast die Hälfte, ja, da wäre ich zu Fuß gegangen. Die andere Hälfte sagt, oder die andere, knapp die Hälfte sagt, dann nehme ich das Fahrrad. Und nur ein ganz weniger Bruchteil sagt, naja, ehrlich gesagt, habe ich das Auto genommen. Also die direkte Ersetzung des Autos ist sicherlich eher die Ausnahme. Und erst vor ein paar Monaten wurde dazu vom Bundesverkehrsministerium ein neuer Entwurf vorgelegt. Es geht darum, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Für die neuen Regeln ist eine neue Übergangsfrist von einem Jahr geplant. Die Verordnung soll dann im April 2025 in Kraft treten. Und am Anfang 2027 sollen dann die E-Scooter verpflichtend mit Blinkern ausgestattet sein. Der TÜV-Verband begrüßt die geplante Änderungen. Gleichzeitig gibt es aber bereits viel Kritik. Der Fußgängerfachverband Fuß bezeichnet die Vorschläge als eine grobe Attacke auf den Fußgänger. Das kann man jetzt abschließend sagen. E-Scooter bieten durchaus Potenzial, den innerstädtischen Verkehr umweltfreundlicher und flexibler zu gestalten. Vor allem für kurze Strecken. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung für den öffentlichen Nahverkehr und können Autofahrten ersetzen, was dann wiederum zur Reduktion der CO2-Emissionen führen kann. Allerdings gibt es noch einige Herausforderungen, wie die Sicherheit im Straßenverkehr sowie die Umweltauswirkungen der verwendeten Akkus. Nutzt ihr E-Scooter im Alltag? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und damit, das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.